Es war eine Mammutaufgabe. Innerhalb von 50 Stunden wurden 4 große Baumaßnahmen parallel durchgeführt. Der Startschuss fiel am Freitag, 8. April 2022 um 22 Uhr. In der Nähe der Rastanlage Pforzheim wurde die Überführung Sallenbuschweg abgebrochen und in unmittelbarer Nähe eine neue Behelfsbrücke aufgebaut. Nur wenige hundert Meter entfernt wurden die Entwässerungsleitungen der neuen Regenklärbecken im Bereich der Anschlussstelle Pforzheim Ost eingebaut. Ganz nach dem Motto, wenn schon mal gesperrt ist, machen wir das auch gleich mit. Auch am Brückenneubau der K9808 zwischen Pforzheim-Eutingen und Niefern-Öschelbronn wurde während der Sperrung weitergearbeitet. Sechs riesige, vorgefertigte Bauteile, sogenannte Stahlverbundträger, die nun eingehoben wurden, bilden die Basis der neuen Brücke. Nur wenige Kilometer entfernt musste ebenfalls eine Brücke abgebrochen werden. Das Bauwerk im Verlauf der Kreisstraße 9807 zwischen Kieselbronn und Eutingen wäre für den 6-streifigen Ausbau in diesem Bereich einfach zu klein gewesen. Insgesamt haben über das Wochenende im Schichtbetrieb 250 Personen mit mehr als 60 Baggern, LKW und Maschinen bei der Bewältigung dieser Mammutaufgabe geholfen und dafür gesorgt, dass die Auswirkungen für die Verkehrsteilnehmenden auf der A8 so gering wie möglich gehalten werden.